Herzlich willkommen auf Multilaser und heute, wie ihr schon im Titel lesen könnt, neue Produkte von EXA. Und zwar heißt es jetzt Gaming Time. Und zwar haben wir hier richtig starke Sachen bekommen. Und ja, wir werden uns die alle angucken. Die beiden Sachen in einem Video und die in speziell einem anderen Video. Wir haben hier einmal die EXA GT1 Cobra Gaming In-Ear Kopfhörer fürs Mobiltelefon. Daher ein einzelnes Video dafür. Und einmal ein Gaming-Set für den schmalen Taler für zu Hause. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Produkten und wir fangen an mit den GT1 Cobras und die beiden kommen zur Seite. Viel Spaß. Und machen wir weiter mit den EXA GT1 Cobra schnurlosen Gaming-Kopfhörer fürs Telefon. In einem wirklich sehr schönen Design. Wir sehen einmal kurz hier die Daten, die wichtig sind. 38 Millisekunden Ultra-Low-Latenz zu dem Telefon. Dann haben wir hier einmal den Switch-Schalter, den Touch-Switch-Schalter zwischen Gaming-Mode und Musik-Mode. Dann 500 mA starker Akku mit 36 Stunden Playtime. Dann sehen wir hier, es sind Speaker-Size 10 mm Treiber. 10 mm Treiber. Das ist für kleine Kopfhörer wirklich schon heftig. Wir haben Bluetooth 5.0. Dann sehen wir noch die Megahertz-Zahlen. Wir sehen, dass die Airbuds 50 mA haben und die Batteriebox 500 mA haben. Und ja, sind, wie gesagt, zum Zocken da. Und wir schauen mal rein. So sieht das Ganze aus. Wirklich schön gemacht. Dann haben wir hier so einen Magnetverschluss zum Aufklappen. Und da kommen die hübschen Teile uns schon entgegen. Ich war so neugierig, ich habe schon reingeguckt, weil ich es mir unbedingt angucken wollte. Beim Aufklappen passiert nichts, beim Zuklappen passiert auch nichts. Erst wenn ihr die Kopfhörer bewegt, dann kommt hier Action in die Bude. Und zwar wie ein Cobra-Kopf sieht das Ganze aus. Und das hier sind oder sollen die Zähne symbolisieren. Und gleichzeitig sehen wir hier vier Striche. Und das heißt, das zeigt den Ladestatus der Box an in 25% Schritten. 25, 50, 75, 100. Genau. Dann die Kopfhörer selber fangen beim Laden an zu pulsieren. Sie sind jetzt voll. Hier ist eigentlich noch so ein Schutz drauf gewesen, wenn ihr die bekommt. Ich zeige euch einmal die Form. Ihr seht einmal diese Riesenöffnung, wo die Musik bzw. der Spielsound rauskommt. Ich habe sie schon getestet und ich fand sie mega gut, aber halt eben nur, als sie ankam und noch nicht richtig. Ich werde sie jetzt natürlich hier auch noch eine Woche lang testen für euch. Ich will sie euch einmal zeigen, so sehen sie gut aus. Ich finde, das Design habe ich erst gedacht, oha, da könnte ich Probleme kriegen, aber es funktioniert hervorragend. Dieser Part hier verschwindet komplett in eurem Gehörgang. Das liegt in eurem Ohr drinne und rausgucken tut nur das hier. Und das ist wirklich sehr angenehm. Der Touch-Part befindet sich hier oben. Und auch die Telefonqualität ist sehr gut. Dann haben wir einmal die Box. Leicht zu reinigen. Man kommt hier schön in die Ecken rein. Manchmal ist das ja zu eng, dass man da mit einem Tuch nicht reinkommt. Ist hier alles nicht. Ist hier kein Problem. Kommt man ohne Probleme rein. Oben noch eine Aussparung für die Kopfhörer selber, dass wenn es zu ist, sie nicht klappern. Das Ganze wird aufgeladen mit USB-C auf der Rückseite. Genau. Und ja, wie gesagt, ich war so neugierig auf diese Gaming-In-Airs, dass ich sie unbedingt schon testen musste und deswegen habe ich sie auch schon ausgepackt. Hier seht ihr mal das Pulsieren, wenn die laden. Also richtig stark. Richtig starkes Ding. Gefällt mir richtig gut. Haben keine Induktionsaufladung, schon mal vorweg. Wir haben noch ein bisschen Zubehör. Eine Anleitung. Die Kopfhörer sind noch nicht aktuell auf dem deutschen Markt. Deswegen auch die Anleitung nur auf Englisch und andere Sprachen, die mir nicht bekannt ist. Sie werden aber eventuell auf den deutschen Markt kommen. Wir gehen mal auf die englische Seite. Da sehen wir einmal, wie man das Ganze verbinden soll, welche Kopfhörergrößen und wie die Funktion der Tasten jeweils sind. Fürs Playing, also fürs Gaming oder für Musik. Wird hier alles erklärt. Tipptopp. Ne? Anruf annehmen, Anruf ablehnen, alles wird erklärt. Ist aber schon fast Standard. Dann haben wir hier noch eine kleine Klappe. In dieser Klappe befinden sich, ich packe das mal kurz wieder ein hier, befinden sich einmal das Aufladekabel und die verschiedenen AirPods-Größen.
Hier haben wir auch die Standardgrößen. Das Silikon fühlt sich wirklich sehr gut an. Leider ist man auf dieses Silikon angewiesen, wegen der Größe des Treibers. Wie ihr seht, das Loch in der Mitte. Die sind aber sehr gut. Also das Silikon ist wirklich hervorragend. Es ist nicht dieses billige Papier-Silikon, sondern es ist wirklich schönes Gummi. Und ich muss sagen, es sind momentan die mittleren verbaut und es sind die, die mir auch am besten passen, die mittleren. Ja. Wenn ihr da ein bisschen Schmutz seht, verzeiht mir das. Dann haben wir noch ein Aufladekabel als USB-C. Nicht sehr lang, sehr kleines Kabel nur. Aber mehr muss es ja auch nicht sein. Ja, ich werde jetzt die Kopfhörer eine Woche lang testen für euch. Und dann werde ich euch mein Fazit zu den Kopfhörern sagen, ob sie denn für Musikplaying bzw. fürs Gaming, fürs Telefon brauchbar sind. Und ja, für euch jetzt so ein Schnitt, für mich eine Woche testen. Kommen wir zum Review der GT1. Ja, ich hatte sie jetzt eine Woche mit unterwegs zu meinem Training, wo ich immer bin. Und ihr seht das Case. Ich zeige euch mal den Zustand, wie die Schlüssel dran gearbeitet haben. So, ein paar Kratzer sind reingekommen. Das bleibt natürlich nicht aus, aber dann wisst ihr ungefähr, wie der Zustand dann irgendwann mal aussieht. Das war jetzt eine Woche. Vorne das Glänzende. Ja, und von innen sieht das Ganze so aus. Ja, sie sind, könnten jetzt noch schmutzig sein. Ich guck mal gerade. Na, ich mache sie mal kurz nochmal sauber und dann geht's los. Da habe ich sie sauber gemacht. Und sollte da jetzt noch was sein, müsst ihr das leider oder müsst ihr das bitte entschuldigen. Das Design habe ich euch gezeigt. So sehen die guten Hübschen aus. Und Bilder dazu einmal hier, wie sie im Ohr aussehen. Rechts und links. Und ja, ich finde sehr ordentlich, sitzen gut, sind nicht zu lang und sitzen wirklich sehr bequem. Ich habe die Kopfhörer jetzt im Training getestet mit Musik und ich muss sagen, kurz vorweg, weil wir, das sind ja so Gaming oder sind ja Gaming-Kopfhörer und ich habe auch gespielt und habe auch gewonnen mit den Kopfhörern. Ob es jetzt an den Kopfhörern lag oder nicht, sei dahingestellt, aber ich habe damit gespielt und mit den Kopfhörern gewonnen. Und zwar PUBG Mobile habe ich gespielt und ich bin im Gaming-Modus gewesen und im Gaming-Modus, ich habe keine Verzögerung zwischen Handy und den Kopfhörern gehabt, null. Und ich glaube, dass hier auch der Unterschied zwischen Gaming- und Musikmodus liegt. Ich habe keine Verzögerung gehabt. Das heißt, wenn ich angeschossen worden bin, habe ich A, erstmal gehört, von wo die Schüsse kamen. Und was auch noch krass war, wenn ich in einem Haus war und draußen liefen Leute rum, also wenn ich oben auf dem Dach war und von draußen hat sich wer genähert, habe ich erstens gehört, wo er herkommt und B, habe ich gehört, dass da überhaupt einer ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit normalen Kopfhörern auch so ist, aber ich habe es eben bei denen so wahrgenommen. Das heißt, ich konnte mich darauf einstellen, ah, da kommt jemand ins Haus oder ist draußen. Und ja, ich habe genau gehört, wann er ins Haus rein ist, wann er die Treppen hochkam und konnte mich darauf vorbereiten. Und dann wird ausgewogen. Also im Gaming-Modus sehr ausgewogen. Hat sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt nur PUBG gespielt, muss ich dazu sagen. Und ich zeige euch mal kurz. Ich habe hier ein paar Screenshots für euch gemacht. Da einmal den Screenshot gezeigt. Da sehen wir, ich habe fünf Kills gemacht mit den Kopfhörern. Und wurde erster Platz. Winner, Chicken Dinner. Ja, hier sieht man es nochmal. Da sind wir im Team. Erster Platz geworden und das habe ich mit den Kopfhörern erspielt. Ja, wie gesagt, ob es jetzt nur an den Kopfhörern lag oder nicht, sei mal dahingestellt. Also zum Zocken wirklich sehr gut und wie gesagt, keine Verzögerung. Also ich habe den Ton genauso wahrgenommen, wie die Leute im Spiel waren. Und ja, hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht, mit den Kopfhörern zu spielen. Kommen wir zu dem Musikmodus, den vielleicht auch einige interessieren. Hier ist es so, ich habe auch keine Latenzverzögerung oder sonstiges festgestellt, auch nicht beim Musikhören. Aber die Kopfhörer sind extrem basslastig. Also die haben wirklich einen sehr starken Bass, muss ich sagen. Und ich habe ja meine Favoriten, wie ihr wisst. Und ich muss sagen, vom Klang her kommen sie fast an meine Favoriten ran. Sehr stark sogar. Aber meine Favoriten sind nicht so basslastig. Und die sind sehr basslastig. Und das ist echt krass. Ich musste bei den Kopfhörern meinen Bass im Handy runterdrehen, weil er zu heftig war. Und zwar wird das schon so krass oder ja so intensiv, dass es anfängt zu dröhnen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Dröhnen kennt, aber das war sehr unangenehm. Also musste ich den Bass sogar runternehmen. Ansonsten sind die Kopfhörer sehr laut, haben wirklich einen ausgezeichneten Klang, kommen wirklich an meine Favoriten ran. Und
Fühlen sich wirklich toll an. Es fehlen natürlich Funktionen, die meine Favoriten haben, wie dass alles außen abgeschirmt wird oder ich Außengeräusche reinlassen möchte. Das haben die Kopfhörer nicht. Das heißt, die Kopfhörer haben nur Musik und das war's. Und was aber noch gut ist an den Kopfhörern, ist das Mikrofon. Das Mikrofon telefonieren perfekt. Mein Gegenüber hat sich nicht beschwert, hat mich klar und deutlich gehört. Echt toll. Ich habe mal die Kopfhörer am PC angeschlossen. Ich zeige euch mal hier die PC-Audio. Das ist ein Soundtest mit den EXA GT1 am PC aufgenommen. Das Ganze mit Audigi. Unbearbeitet werdet ihr das hier jetzt hören. Ich hole mal die Kopfhörer aus dem Ohr hinaus und richte die Kopfhörer mal vor meinen Mund. So hört sich die Qualität an, wenn sie direkt vor mir sind. So wieder ohrmäßig. Und jetzt halte ich mal nur den rechten hin und rede in den rechten Kopfhörer. Jetzt. Ausschlag. Das heißt, hier ist der rechte jetzt dominant. Wenn ich den rechten wegpacken würde, würde der linke wieder dominant werden. Aber das ist die Lautsprecherqualität. Ich stecke sie mal wieder in die Ohren. Und so hört sich das Ganze dann an, wenn die Kopfhörer im Ohr sind. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Aufnahme am PC. Das Ganze kann am Telefon immer noch anders klingen. Aber hier habt ihr mal ein grobes Beispiel, wie sich das anhört. Ja, da habt ihr sie gehört. Müsst ihr entscheiden, wie ihr es empfindet. Aber wie gesagt, telefonieren war 1A. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Mikrofonqualität auch im Handybereich, wenn ihr mit Leuten quatscht im Spiel, sich auch gut anhört. Klang wirklich gut. Ich habe von Techno bis Classic alles gehört. Da bei manchen Liedern gefällt mir der Bass extrem gut. Da habe ich ihn auch gerne mal ein bisschen doller. Aber dann gibt es auch Lieder, da übertönt der Bass einfach nur und erwünscht man sich den Bass runter. Ansonsten sehr gute Höhen, gute Mitten, kann ich mich absolut nicht beschweren. Und ich mache mal einen kleinen Probetest für euch. Und zwar das erste ist, wir verbinden die Kopfhörer mal mit Bluetooth und dann sehen wir, wie schnell sich die Kopfhörer mit dem Handy verbinden. Ich habe die Kopfhörer jetzt schon eine Zeit lang draußen. Es kann sein, dass die sich jetzt abgeschaltet haben, um Strom zu sparen. Die schalten sich nämlich währenddessen einfach selber ab. Ja, alles klar. So, das heißt, die Kopfhörer wieder rein. Zack, zack. Dann schalten sie sich ein. Sie fangen so an zu pulsieren. Dann laden sie. Und wenn ihr sie reinpackt, seht ihr auch den Ladestatus an der Box außen. Ja. Und jetzt hole ich sie raus. Zack. Na, jetzt hat er hier mein Bluetooth zugemacht. Ja, sind sie jetzt. Ja, meine Uhr natürlich wieder. Ich pack sie nochmal rein. Ich bin ja eben gegen das Handy gekommen. Hole sie wieder raus. Und da haben sie sich dann auch instant mit dem Handy verbunden. Funktioniert wirklich gut. Anzeige der Lautstärke wird auch gleich angezeigt. Und zwar meine Testboxen. Und da möchte ich euch einmal zeigen, wie die Funktionen sind. Und zwar haben wir hier Touch. Das heißt, einmal drücken ist pausiert. Nochmal wieder drücken ist wieder annehmen. Beidseitig. Funktioniert. Zweimal ist ein Lied vor, auf der anderen Seite zurück. Dreimal. 2, 3 ist der Sprachassistent. Gedrückt halten. Gar nichts. Zweimal und gedrückt halten. Gar nichts. Wir haben hier leider keine Laut- und Leise-Funktion. Finde ich ein bisschen schade. Gibt es hier nicht. Gespräche annehmen und abnehmen ist draufdrücken und annehmen. Wir müssen laut und leise am Handy machen. Wir gehen mal rein. Ich drehe mal auf und ich zeige euch den Klang. Ne? Sie sind sehr laut. Ne? Sie sind schon wirklich sehr laut. Was passiert, wenn ich einen zurückpacke? Der linke läuft weiter. Was passiert, wenn ich den rechten raushole? Musik spielt wieder ab. Was passiert, wenn ich den linken reinpacke? Musik läuft weiter. Das heißt, getrenntes Benutzen auch kein Problem. So, Musik läuft. Ich hole den anderen raus. Und
zack, sind beide wieder da. Also ihr könnt die unabhängig voneinander benutzen, sehr gut. Das heißt auch Headset-mäßig links oder rechts könnt ihr euch ausruhen, womit ihr telefonieren wollt, funktioniert. Ja, reinpacken ist sofort aus, ne? Ganz klar. Das funktioniert wirklich gut und ja, ich finde es so ein bisschen schade, dass man nicht laut leise machen kann, weil dann wären sie wirklich schon fast perfekt und würden an meine Favoriten ankommen. Dann fehlen mir aber noch so ein bisschen diese Noise-Canceling-Funktion, wie zum Beispiel, dass sie abschirmen. Und sie schirmen so schon ganz gut ab, muss ich sagen. Und ich habe sie jetzt benutzt beim Training und habe auch Hörgeschichten, hier meine Hörbücher und so. Und hier ist das Ding, bei den Hörbüchern stören mich die Hintergeräusche von den Trainingsgeräten, weil dieses Klacken, dieses Zusammenknallen, das kommt schon mal durch. Hat mich gestört, da habe ich mich zu sehr an meine Favoriten gewöhnt, die das wegfiltern. Ansonsten tolle Kopfhörer, Straßenlärm wird einigermaßen gut weggefiltert. Und ja, wenn ihr sie lauter macht, dann hört ihr sowieso nichts mehr außenrum. Aber wie gesagt, dann ist hier auch die Sache, dass zu laut auch irgendwann wehtut. Und die sind schon ziemlich laut. Ja. Ansonsten tolle Kopfhörer, echt coole Sache von Exa, dass sie hier wirklich so eine Gaming-Kopfhörer rausgebracht haben. Hat mich wirklich positiv überrascht. Wie gesagt, ich spiele eher weniger. Deswegen habe ich nur PUBG Online gespielt. Und da kann ich euch sagen, haben sie echt gut funktioniert. YouTube-Videos habe ich jetzt nur, ich glaube, eins kurz mal geguckt, um zu gucken, ob eine Verzögerung existiert von der Synchro. Und die Kopfhörer sind synchron mit dem Handy. Also ich habe da keine Abweichung feststellen können. Das macht wohl auch diese Kopfhörer mit dieser Low-Latenz so besonders. Ja. Ansonsten tolle Dinger für 30 Euro oder was die aktuell kosten, kann ich mich absolut nicht beschweren. Also ich glaube so 35 Euro, 40 Euro kosten die und sind tolle Kopfhörer. Also extra top. Ne? Hier auch nochmal gesagt, die Sachen wurden mir natürlich zur Verfügung gestellt von extra. Herzlichen Dank an der Stelle. Ne? Das war's mit den Kopfhörern. Danke und bis zu meinem nächsten Video. Euer Laser. Tschüss.